Hamburg. Tag 2. Okay. Das wird definitiv kein Kaffeemensch mehr. Okay, Tag 2 in Hamburg. Wir sind ursprünglich hier, weil Carina einen Tattoo-Termin hat heute. Leider ist ihr Tätowierer krank. Deswegen hat sie jetzt keinen Tattoo-Termin mehr. Und wir einen freien Tag in Hamburg. Damit wir nicht so eine Langeweile in Hamburg haben, haben wir uns einfach professionelle Unterstützung gesucht. Wie mein Glück. Vorbei und das viel schneller. Touri Lifestyle. Die Jenny ist eine wunderbare Reiseführerin zum einen. Die beste. Zum anderen ist sie Schauspielerin. Wir kennen uns vom... Falls jemand einen Job hat. Nice. Wir kennen uns von 2000, wann haben wir das gedreht? 17? 17. 2017 haben wir für Blastfuchs so eine vierteilige Musikvideoreihe gedreht, die sehr halb Film, halb Musikvideo war. Jetzt wird man nicht frech hier. Kannst froh sein, dass du überhaupt noch hier bist. Ja, sehr gut. Da hat Jenny mitgespielt und ich habe Kamera gemacht. Jenny ist außerdem die Person, die die längsten Sprachnachrichten Deutschlands verschickt. Kann nicht sein. Nee? Also es ist zugegeben jetzt ein bisschen langweilig, weil wir jetzt einfach so eine Städtetour machen. Touri Life halt. Ich trau mich nicht, die Kamera zurückzulassen. Das ist mir ein bisschen zu heikel. Wow. Das ist ziemlich nice. Nur Schabernack im Kopf. Städtetrips sind ja anstrengend. Ich dachte weil ich dich doch schon darauf vorbereitet hatte, dass wir ein bisschen gehen. Ich dachte, ihr wärt so fit drauf. Ich habe wochenlang trainiert, nur für diesen Tag heute. Ja, dachte ich. Wir sind jetzt seit 3,5 Stunden nonstop am Laufen. Ich kann wirklich gar nicht mehr, es ist einfach vorbei. Komm, wir haben zwischendurch saßen wir mal eine Viertelstunde beim Bäcker. Das stimmt. Wir haben damals dieses Projekt gedreht und ich fand es war ein sehr, sehr ambitioniertes Projekt mit sehr viel... Wie nennt man das? Sehr viel Potenzial, sehr viel Ambition. Ich finde, rückblickend war ich noch zu früh in meiner Karriere im Fiction-Bereich und würde das heute deutlich schicker machen. Es ist hoffentlich so, dass man immer zurückblickt und denkt, ich würde es heute schicker machen. Aber ich glaube, so 1-2 Jahre später so ein Projekt zu machen, wäre deutlich geiler gewesen. Wer das nicht kennt, ich verlinke das mal hier. Ich glaube, das gibt es noch auf YouTube. Und mit einem dieser Videos waren wir eben auch beim Berlin Music Video Award unter den Top 10 im Bereich Best Narrative. Echt, waren das Top 10? Ja. Oh wow, cool. Deswegen waren wir bei der Verleihung überhaupt.
Und da könnt ihr auch Jenny schon gesehen haben, die war nämlich schon mal auf diesem Kanal, ja, als wir die Verleihung hatten. Wir sind hier im Bridges and Sons, genau, einem veganen Restaurant auf der Reeperbahn. Sehr zu empfehlen. Doppelte Empfehlung. Ich weiß noch nicht, ich habe ihn noch nicht gegessen, aber die Speisekarte ist geil, das Ambiente ist geil. Also so far muss ich sagen, Hamburg ist auf jeden Fall ganz schick. Wenn man nicht die Autobahn entlang läuft. Ja, ich habe das aus dem Vlog hier rausgelassen, weil ich keinen Bock hatte, das zu filmen. Aber die erste Stunde von unserem Trip sind wir einfach wirklich nur durch irgendein Neubau-Industriegebiet gelaufen, an der Straße entlang. Das war wirklich die Hölle. Ich wollte die guten und die schlechten Seiten zeigen. Mega leckerer Laden. Wenn ihr in Hamburg seid und veganes geiles Food sucht, Bridges and Sons. Gute Empfehlung. Sehr auch geschmeckt. Mega, mega, wirklich. Alle, die in Hamburg wohnen, geht einfach hin. Okay, wir sind jetzt auch langsam echt ein bisschen im Sack. Jenny hat Energie auf jeden Fall. Die ist jung und sportig. Carina und ich müssen jetzt erstmal eine Runde ins Hotel, weil wir später noch ein paar Pläne haben. Das ist natürlich auch schlimm. Ne? Ja, boah. Ja, leave me alone. Was? Leave me alone. Jenny, vielen lieben Dank für die Tour. Ah. Bis zum nächsten Mal. Bitte sprich wieder schön. Komm gut nach Hause. Ja, ihr auch. Irgendwie war der Ursprungsgedanke, dass wir einfach noch kurz ins Hotel zurückgehen, ein bisschen chillen. Jetzt waren wir einfach beide duschen und müssen einfach direkt wieder los. Wir treffen uns noch mit der Freundin von Carina zum Essen und vielleicht dann auch noch mit anderen Leuten im Park. Also ich weiß nicht, wo wir jetzt die Energie hernehmen sollen. Ich könnte jetzt schon wieder bis morgen früh durchschlafen. Ganz schön Stress. Weiter geht's. Es ist ultimativ gar nichts mehr passiert. Wir waren jetzt essen, wir sind richtig im Sack, alle beide. Du auch? Ja. Und machen uns auf den Weg zurück ins Hotel, wo wir dann schlafen werden, ziemlich schnell. Hashtag des Tages, 24.000 Schritte. Das Witzige ist, Carina, kann ich mal deine sehen? Carina mit ihren kürzeren Beinchen hat deutlich mehr Schritte gemacht als ich in der gleichen Strecke. Das finde ich ein bisschen witzig. Das ist mein Humor. Vielen Dank fürs Anschauen. Wir sind einfach noch mega im Arsch. Gehen schlafen. Fahren morgen zurück nach Köln. Bis morgen. Tschüssen.